Felix träumt vom Osterhasenland. Eine Ostergeschichte für Strider von Oma Renate. Frau Renate Lietz ist die Autorin. Und illustriert hat dieses kleine Büchlein Dietmar von Giersberg. Frau Lietz Enkelchen wohnt in Jamaika. Das ist ziemlich weit weg. Und für ihn hat sie dieses kleine Büchlein gemacht. Der kleine Felix ist 5 Jahre alt und geht in den Kindergarten in Ludwigslust. Jedes Jahr, wenn er vor Ostern die Eier an den Büschen in den Vorgärten in seiner Straße sah, dachte er, wo wohl das Land ist, in dem die Osterhasen wohnen und die vielen Eier färben, die es zu Ostern gibt. Der Gedanke beschäftigte ihn so sehr, dass er am Abend, nachdem er im Fernsehen den Abendgruß gesehen hatte, ins Bett fiel und zu träumen anfing. Er träumte, er saß auf seinem Fahrrad und fuhr durch den Schlossgarten. Der Weg war steinig, anstrengend und sehr lang. Er fuhr und fuhr, bis er an das Feld, was hinter dem Schlossgarten liegt, kam. Dort ist ein riesiger Haufen Erde gelagert. Dahinter ist ein breiter, langer Gang. Er ist so breit, dass Felix darin bequem entlanglaufen kann. Sein Fahrrad ließ er draußen stehen und läuft und läuft. Er hat seine Taschenlampe dabei. Plötzlich sieht er ein Licht am Ende des Ganges und hört laute Geräusche. Je dichter er kommt, desto lauter wird es. Er sieht eine Hasenfamilie, Vater, Mutter und 3 Kinder an einem großen Holztisch. Auf dem stehen viele bunte Farbtöpfe. Unter dem Tisch stehen große Körbe mit Hühnereiern und neben dem Tisch stehen ebenfalls Körbe mit bunt bemalten Eiern. Alle Hasen sind damit beschäftigt, die weißen Eier bunt anzumalen. Der kleinste Hase heißt Mucki. Er pfeift ein Lied und sortiert die fertigen Eier in den Korb neben dem Tisch. Seine Pfoten sind schon ganz bunt. Die Hasenmutter ist mit dem Zubereiten des Essens beschäftigt. Es soll Möhrensalat geben. Die Hasenkinder sind schon so hungrig, dass sie der Mutter die Möhren bereits wegfressen, bevor diese sie als Salat zubereiten kann. Die Hasen sind sehr fleißig, denn das Osterfest steht kurz vor der Tür. Vater Hase hat einen großen Bollerwagen, womit er die fertigen Eier in die Hasenhöhle nebenan fährt, um sie bis zum Osterfest kühl zu lagern. Neben der Höhle ist ein Hühnerhof mit vielen Hühnern, die für Eiernachschub sorgen. Vater Hase gibt ihnen Getreidekörner, damit sie gut legen. Danach verschwindet er wieder in seiner Hasenküche, um beim Eierfärben zu helfen. Plötzlich fällt ihm ein Ei auf den Fußboden und Mucki, der kleine Hase, rutscht darauf aus. Er fällt mit seinem Hasenkopf an das Tischbein und bekommt eine große Beule, die immer größer und ganz blau wird. Der kleine Hase weint und weint und plötzlich wird Felix wach und hat eine Träne im Auge. Er hat so schön von der Hasenfamilie geträumt und ist froh, dass er im Traum endlich im Osterland war. Nur schade, denkt er, dass er jetzt nicht weiß, wie es Mucki, dem kleinen Hasen, geht.